Ja. Ja! Ich war ein Junge, die viele andere. Doch mit Mädchen, da klappte es nicht. Nahm ich mir Mut und sprach sie an. Lachten sie mir ins Gesicht. Linke Seite. Ich hatte einen Freund, wie alle Jungen. Und dieser Freund war ein Mann. Und er sagte mir, was ich sagen soll. Die goldenen Worte, die ich nie vergessen kann. Hey, du. Kommst du heute zu mir nach Haus? Ich gebe dir noch einen Gin Tonic auf. Aber dann kommst du mit zu mir nach Haus. Reicht euch, ja? Diese Methode war mir erst zu hart, denn ich wollte sanfter sein. Und ich erzählte den Mädchen von meiner Videoanlage, dass sie fielen nicht darauf rein. Und so sagte ich ihre goldenen Worte, weil nichts mehr zu verlieren war. Prima, Punkrock, oi! Jetzt hat er mich aus dem Konzept gebracht. Und ich sagte sie zu einem Mädchen, das ich besonders gut fand. Und das Mädchen sagte ja. Hey, du kleine Zittermaus, kommst du heute zu mir nach Haus? Ich geb dir noch einen Gin Tonic auf, aber dann und das Mädchen, es kam mit zu mir. Und ihr wisst, was da so alles passieren kann. Und diese Nacht, sie war hart, aber schön. Und ich erwachte als Mann. Ich will den meisten Applaus. Und voller Dank denke ich an meinen Freund zurück. Denn ich hatte bisher keinen Schimmer. Und wenn ich euch etwas raten kann, liebe Jungs, diese Worte klappen immer. Maus, kommst du heute zu mir nach Haus? Ich gebe dir noch einen Gin Tonic aus, aber dann kommst du zu mir nach Haus.
heute vorgenommen, euch mit schlechten Witzen zu quälen. Mir ist von einem ganz toller Witz eingefallen, der ist echt von mir. Kommt ein Neger in die Wüste, da ist die Wüste weg. Na, na? Ich hätte mehr Resonanz erwartet. Ihr seid halt nicht Berliner, ne? Okay. Besonders gut für euch. Wir haben extra für euch unser letztes Haarspray benutzt, damit wir gut aussehen. Und wir sind in Wolfsburg ohne Haarspray. Also extra für Köln oder für die ganzen Düsseldorfer. Heute mit Haarspray, morgen ohne. In Wolfsburg. Überlegt euch das, ihr seid besser. Das nächste Lied haben wir heute im Bus gemacht. Wir hatten nichts zu tun, sind 12 Stunden gefahren. Zitroneneis. Ah! Jetzt ist los. Jetzt mögt ihr alle.
Jetzt wieder 100 Power angesagt. Dr. Brown ist ein Schäferhund. Claudia hat einen Schäferhund. Ja. Claudia hat einen Schäferhund. Und den hat sie nicht ohne Grund. In Berlin haben die Bäcker im Sommer geschlossen. Sommerpalmen, Sonnenschein gibt's. Fehlt euch doch alle, oder? Das ist doch typisch für eine Liveband. Aber sonst sind wir doch ziemlich perfekt bisher gewesen. Sonnenschein, war es ganz schön, war es ganz schön.
wird noch schöner sein für die Arme. Yeah.
aufgefallen, wir haben gleichzeitig aufgehört. Kein Auftritt ohne Höhepunkte. War fast gut da. Von der Ansage sind alle gleiche. Seit vielen Jahren schon. Wir liebten ihn früher, jetzt mögen wir ihn nicht mehr so, wir denken auch nicht mehr an ihn. Er war unser bester Freund. Der Beate-Hose-Kalender! Ey, Jander, hat jemand erraten, was ich meine? Wer? Da hinten. Also hier vorne auf, das ist nicht schön. Let's go, 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 let
davon und sie war aus dem Flug. Ich hab sie als letzter noch eben gesehen. Ich schieb mich dann noch einmal mit der linken Hand, bevor sie um die nächste Kurve drauf kam. Yeah.
absolut kann jedes. Ich denke mir, das ist nun mal der Lauf des Lebens. Dann geht es dir schlecht. Jedenfalls noch jetzt immer eine Lunge. So kann ich den oder einen Kopf aufhalten. 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 Thank you.
Also, hier, hol mal deine Zünde hoch. Ja, du kannst sie jetzt benutzen. Wer? Bald ihr! Wollt ihr das totale Brötchen? Ja! Wollt ihr es, wenn möglich, totaler und radikaler und auch leckerer, als wir es uns bis heute bei der Bäckerinnung überhaupt erst vorstellen können? Ja! Mit Nutella, ja! Und Honig, ja! Und mit Butter! Dann, Kameraden, auf! Zum Schuster! Jung geblieben sind. Teenager-Liebe, was Punkrocker niemals sein können. Thank you.
Berlin.